Nee, haben wir nicht gemacht. Leute, dass sich das Video so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte euch heute eigentlich zeigen, wie das Easter Egg funktioniert. Dann habe ich das mit Jakob die ganze Zeit versucht und wir haben es einfach nicht hinbekommen, die ganzen Keycards zu finden. Ja, dann habe ich es alleine nochmal probiert und was dann passiert ist, werdet ihr nicht glauben. Ich sage nur Stichwort, dass wir dann die Solo-Runde gespielt haben. Und ja, mal gucken, ihr könnt ja gerne schon mal raten, was passiert in den Kommentaren. Und ja, nehmt es mir nicht zu übel, falls ich heute im Video ein bisschen ruhiger bin. Ich bin einfach nur mega glücklich. Ganz viel Spaß, ganz viel Spannung mit dabei. Let's go. Yo Leute, Brot ist wieder am Start und heute gibt es endlich wieder ein neues Warzone-Video. Ich sag mal so, ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen angeschlagen. Ich habe mich da bei einem gewissen Essen, was ich bestellt hatte, ein bisschen den Magen verdorben und darauf gehe ich mal nicht weiter ein, aber jetzt geht's mir wieder gut und deswegen bin ich wieder zurück und wir machen heute das Stadium Easter Egg, wo wir die nächste neue Waffe bekommen, die hier versteckt ist. Lasst sehr gerne noch ein Abo auf dem Kanal da und ein Like auf das Video und jetzt ganz viel Spaß. Ich bin ein bisschen spät dran, aber mein Partner Level Up hatte ja Geburtstag und hat jetzt auch die Collectors Box dazu rausgehauen. Machen wir es mal gemeinsam auf. So sieht das Ganze aus. Das ist das Design vom neuen Geschmack, testet das gerne aus. Und es gibt noch einen neuen Geschmack, nämlich Pink Crush, jetzt passend zu Blue Crush auch. Noch eine neue Version und natürlich mein Favorit, gerade auch Ice Tea Maracuja. Checkt das gerne ab, es gibt bis zum Ende der Woche nämlich noch 30% mit dem eingeblendeten Code. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hi. Alles fit bei dir? Ja, ich bin hoch. So, einer landet oben. Unten. Lass mal aufteilen. Genau so machen wir's. So. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach zwei von drei blauen Keycards zu finden. Und liegt die am Boden oder ist die in Kisten? Die soll eben am Boden liegen und nicht in Kisten. Das Ding ist halt, die Keycards sind komplett random immer versteckt. Und sind auch jede Runde mit einem anderen Code, ne? Da wollen wir mal sehen, wie viele Stunden wir brauchen. Aber hier ist schon mal der Raum, wo man am Ende rein muss. Dann muss man hier vorne das Keypad und dann da den Code eingeben. Also ja, hier in der Richtung war irgendwo. Boah, hat mich auch fast geholt, ey. Kleiner Verbrecher. Boah, da kommt noch einer. Hab ich auch. Ah, hier ist zum Beispiel wieder so ein Raum. Und dann wird man natürlich auch direkt wieder geholt. Also es funktioniert ganz einfach. Wir müssen jetzt diese blauen Keycards finden. Danach müssen wir diese Keycards zu gewissen Räumen bringen. Beziehungsweise da sind dann so Lesegeräte und man kann die Räume öffnen. Dahinter versteckt sich dann ein Computer mit einem Code, den man bekommt. Und wenn du dann quasi zwei oder drei Codes hast, kannst du die finale Tür öffnen. Und da drin versteckt sich die neue Waffe und noch anderer krasser Loot. Und ich werde jetzt mal gucken, ob wir das zusammen irgendwie schaffen könnten. Alter, du warst so schnell am Reden, ne? Echt? So schnell habe ich dich ja noch nie reden hören. Hä, als ob... Oh, warte. Oh, ich habe eine EL21. Nice. Yes, oh, die war so hier versteckt, Mann. EL ist oben. Wollen wir dann direkt mal dahin, bevor wir. Hier sind Gegner. Aua. Verlierst du bitte nicht? Hab Sheepbreak. Oh, Gottes Willen. Ach, hier ist es. Okay. Okay, du gehst Tür rein. Auf. Ja, ja. Bin drin, mach die Tür auch wieder zu, damit ich alleine bin. Und neuer Code. Aufgeschrieben. Haus 4, 3, Nase. Nase, Nase, 7, Haus. Ja, wenn wir jetzt wissen, was die Nase bedeutet, dann haben wir es eigentlich schon. Also Leute, ihr müsst ganz akribisch nach den Dingern suchen. Oh, der Feuerwehrwagen ist wieder am Start. Aber mal, ich glaube, der ist drin hier unten. Oh, komm. Hab ihn. Schön. Team ausgelöscht, okay. Okay, hol mich. Okay, dann können wir jetzt... Ich hoffe, das funktioniert, Mann. Haus 4, C, 8, N, 7, H. Aber N muss dann eigentlich 8 sein. Haus... 4, C, 8. N, 7, H. Ja, N ist H, ist eine 8. Okay, also dann haben ja, wir, dann lass hoch. Wir quasi. Wir haben jetzt zwei Codes natürlich rausgefunden, haben die untereinander gelegt und haben damit das jetzt geschafft, dass wir nur noch eine Zahl brauchen. Oh, oh. Wahrscheinlich machen die auch gerade, ne? Oh, die okay, waren wir laufen. Nee, echt jetzt? Ja. Hey, wieso waren die denn da noch? Aber liegt noch alles da, oder? Nee. Nein. Nein. Ey, das ist ja lost. Ey, jetzt habe ich mich so gefreut. So, Freunde, dann wollen wir doch noch mal solo reingehen. Keine Keycard, tipptopp. Okay. P2 direkt hier gefunden. Weil ich kann jetzt hier aufmachen. Ich mach mal zu und schau mir ganz schnell den Code an, bevor der mich holt. Okay, das war der Code. Wir nehmen mal noch ein bisschen Loot mit. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, noch eine Keycard zu finden. Oh, hier ist einer. Oh, oh. Holen wir uns mal. Hat er eine Keycard gehabt? Nee, ne? Okay, schade. So, hier ist der nächste Raum. Da komme ich aber jetzt nicht rein ohne Karte. Oh, da ist einer. Rennen! Oh Gott. Hat auch keine gedroppt. Schade, Mann. Wir machen bestimmt alle Easter Egg. Mir fehlt halt jetzt eine Karte. Und hier ist der Raum, wo wir dann hinterher den Code eingeben müssen. Aber uns fehlt halt jetzt immer noch der eine. Oh Gott, was ein Typ. Über mir. Ja, komm. Na, da ist er. Hit ist.
Sowas von mein Kill. Er droppt auch keine Keycard. Niemand. Da ist der nächste. Er droppt auch keine Keycard. Niemand hat welche. Ja, ist gut. Danke. Dann würde ich sagen, gewinnen wir die Runde jetzt einfach. Oh Gott, sind hier viele. Oh, hier ist Action. Was können wir uns denn noch Schönes holen? Nochmal Panzerplatten, wir haben so viel Geld. Hier sind zwei Gegner drin. Die bekämpfen sich jetzt, okay. Da kann man natürlich mal reinschauen. Den haben wir. Einer ist nach oben. Rocker droppt hier gleich irgendwann eine Keycard. Nein, der wartet doch auf mich, oder? Ist direkt hier oben, wa? Na, da ist er doch. Traut er sich nicht. Dann gehe ich mal schnell außen hoch. Vielleicht hört er mich ja nicht. Also ich schau mal kurz, wo er ist. Ist da rechts? Überraschung, ja. Sehr gut überrascht. Über die Leiter, geil. So kann man es natürlich auch machen, ne? Jetzt habe ich keine Drohne mehr, leider. Es sind nur noch vier andere. Nice. Guckt euch mal das Zonenende an. Das wird ganz spannend. Ich muss auch los. Von wo? Shit, von wo war das? Wo war das jetzt? Ich muss halt rein. Ich sehe halt keinen Gegner bisher. Ist ganz kritisch. Ich will halt jetzt einfach die Runde relativ sicher spielen. Ist jemand schon da drauf? Da hinten knallt's. Hier bei mir ist bestimmt auch noch einer. Oder? Wo kraxelt der so rum? Ich gehe mal in die Mitte ganz fix. Da rennt er rüber. Hammer. Einer noch. Da. Oder? Da ist er doch. Nee. Nee, haben wir nicht gemacht. Oh Gott. Ich gehe ganz leise hin. Der holt sich hoch. Holt sich ganz fix hoch. Nee. Das haben wir nicht gewonnen. Ich glaub's nicht. Ich will hier Stadium Easter Egg machen. Chill mich noch so in die Runde. Denk mir, kann ich ja vielleicht holen. Und dann hole ich den Solo-Sieg. Niemals ist das gerade passiert. Wie lange haben wir darauf gewartet? Ich habe sogar was? 9 Kills gemacht, obwohl ich halt die ganze erste Hälfte des Spiels nichts gemacht habe, außer diese blöden Keycards zu suchen. Alter, was ein geiles Comeback-Video jetzt, nachdem ich krank war. Ey Leute, ihr glaubt nicht, wie sehr mich das gerade freut. Ich glaube, das Easter Egg machen wir dann auf jeden Fall noch. Und Aimbot war in der Lobby. Alles klar, Leute. Krass, Mann. Geil. You didn't see him. He was behind that rock. Wie ich ihn gesehen habe, weil du dich bewegt hast. Ich kann es dich gerne nochmal einblenden. Er hat sich da schön bewegt. Da habe ich einfach reingesprayt. Oh mein Gott, ey. Ist das schön. Aber das Easter Egg holen wir uns noch. Ich zeige euch ganz kurz meine Klasse. Das war eigentlich so die Random-Klasse hier mit der M13. So habe ich die gerade gespielt. Lasst sehr gerne noch ein Abo und ein Like dafür, das, was wir gerade hier einfach geschafft haben, den Solo-Sieg. Ich bin jetzt heute auch einfach nicht so euphorisch gewesen, weil ich halt, wie gesagt, die letzten Tage nur im Bett lag. Hab mich gefreut. Habt noch einen schönen Tag, liebe Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und hier kommt ihr zum letzten Video.